Magische Miesmuschel. Wird das heute ein gutes Video? Natürlich. Ja. Ich wusste es. Lüdel. Oh, Partner, ich wusste nicht, dass du schon da bist. Ich hab so eine geile Idee. Ich öle dich ein, damit du da schon reinflupst. Ja. Ist ein bisschen angenehmer, oder? Ja. Komm rein da jetzt. Bist noch rein mit deinem Fuß. Aua! Heilige Bim-Bim. Was hab ich mir da gerade angeschaut? Klang das nicht irgendwie verdächtig? Hören Sie nochmal rein. Was macht Bibi da nur für ein Geräusch? Wurde durch das Öl irgendein Schaltkreis in ihrem System kurz geschlossen? Verbirgt sich hinter Bibi und Julienko mehr als nur ein harmloses YouTube-Bärchen? Wir finden es heraus. Überlegen wir kurz, an welches Tier uns Bibi erinnert, dann erkennen wir hier die exakte Parallele. Genau. Ein Delfin. Hier der Beweis. Ist euch nicht auch etwas Merkwürdiges in dem Video aufgefallen? Aha. Dieser Deschamps ist nicht von Bibis eigener Marke Bilou. Bilou klingt französisch. Französisch ist die Amtssprache von. Richtig. Äquatorialguinea. Äquatorialguinea hat eine Bevölkerungsdichte von 41 Einwohnern pro Quadratkilometer. Halt. Stopp. 41. Donald Trump hätte 41 Nippel, wenn er 39 mehr hätte als er hat. Zufall? Ich glaube nicht. Außerdem ist Äquatorialguinea reich an Erdölvorkommen. Öl. Bibi ölt Julienkos Beine ein. Beine. Bibi hat zwei Beine. Julienko hat auch zwei Beine. Das macht zusammen vier Beine. Bibi hat vier Buchstaben. Julienko hat acht Buchstaben. 8 plus 4 ergibt 12. Die Quersumme aus 12 ergibt 3. Das Illuminati-Dreieck hat drei Seiten. Und mit all diesen unumstößlichen Beweisen ist klar. Bibi und Julienko sind Illuminati confirmed. Danke, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Da sollte eigentlich jetzt der Endcut kommen, aber als echte Schwubber haben wir uns die Nadja Licht gespart. Glaub den Abo-Button findest du so, ohne es rilf. Oder? Dann der Apostrophe RRCE. Hier kommt die Resisace.